Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten aufgrund der Schuldenkrise in vielen europäischen Ländern inzwischen mit einschneidenden Maßnahmen konfrontiert werden. Diese Maßnahmen werden linke wie rechte Populisten auf den Plan rufen. Es werden die Reichen und die Banken schuld sein. Es wird Europa schuld sein. Mir genügt es aber nicht, einfach nur Schuldige zu suchen oder nur gegen etwas zu sein. Ich werde da stattdessen für etwas kämpfen. Wir brauchen einen wettbewerbsfähigen und einen Lebensraum aktiv gestalten und damit den Wohlstand vermehren. Zukunft, das bedeutet für uns Ausgaben für unsere Kinder. Es wird kein neues Sparpaket für Familien geben. Die Ausgaben für unsere Kinder sind die beste Investition in unser aller Zukunft. Kein Sparen bei den Zukunftsinvestitionen in Bildung, Forschung und Wissenschaft, die weiterhin mit hoher Priorität versehen sind. 12. Die beschlossenen Offensivmaßnahmen, die Investitionen in die Zukunft auch fort. 100 Millionen Euro mehr für unsere Umwelt, für die thermische Sanierung insbesondere. 100 Millionen Euro für mehr Forschung. Ein wichtiger Impuls für den Wirtschaftsstandort und zur Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen. 80 Millionen Euro für die Universitäten. Das wären beispielsweise in Schilling in alter Währung eine Unimilliarde gewesen, meine Damen und Herren. 80 Millionen Euro für den Ausbau der Ganztagesbetreuung im Schulbereich.